willkommen Zuhörern zum Soundscapes Talks. Ich bin Philipp und ich sitze hier gerade in Halle vor dem Blendwerk mit Patricia und Lisa. Lizzie, tut mir leid. Ja, alles gut. Das ist eigentlich mein erstes Mal mit zwei Leute in Aufnahmen. Hoffentlich können wir das irgendwie hinkriegen. Wart beide von euch bei Blendwerk von den Start? Oder wie sind ihr zum Blendwerk gekommen? Genau, ich bin seit der Gründung dabei, im Mai. Und ja, meine besten Freunde sind auch im Projekt, Joff und Stefan. Und ja, wir sind eher in der Party- und Musikgruppe dabei. Genau. Geil. Ich bin da eher so als Konsumentin gekommen, sozusagen. Also ich war unterwegs und kam nach Hause und meine Mitbewohnerin hat zu mir gesagt, ja, es war im Juni und ich war lange nicht feiern wegen Corona, hat sie zu mir gesagt, Lissy, wir können eventuell heute Abend feiern gehen. Und es war, ich bin aus allen Wolken gefallen, weil es war sehr lange her. Und dann hatten wir noch ein bisschen Angst, dass wir nicht reinkommen, weil sie eigentlich nur einen mitbringen durfte, aber wir waren dann zu dritt insgesamt. Und standen dann hier oben zitternd, hoffend, dass wir rein können ins Blendwerk. Ja, und so war ich das erste Mal wieder im Blendwerk feiern seit Februar, glaube ich. Krass. Ja. Krass. Kennt ihr euch schon vor Blendwerk oder ist eure Freundschaft während Blendwerk so? Ja. Also eigentlich kennen wir uns seit gestern. Ah, echt? und wie kam das zu? Ist das einfach Teil von Blendwerk? Einfach Freundschaften von innerhalb einen Tag zu stehen? Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall einer der Grundgedanken, dass sich möglichst viele Leute untereinander vernetzen können und im besten Fall natürlich auch dann befreundet sind und ja, sich gerne mögen und gerne Zeit miteinander verbringen. Cool. Gerade in der Corona-Zeit war es eben schön, dass man doch die Möglichkeit hatte, noch andere Menschen zu sehen und auch neu kennenzulernen. Ja. Und ja, also mir wurde auch immer sehr offen begegnet. Also wir kennen uns jetzt quasi ja über Job so ein bisschen. Aber es ist alles immer sehr offen und man wird angesprochen und kann sich direkt ganz gut unterhalten. Es sind offene Menschen einfach. Ja, klingt, von was ich mitbekommen hatte, ist Blendwerk so richtig eine coole Gemeinschaft, wo offene Menschen sich treffen kann und einfach Freundschaften sozusagen entstehen. Patricia oder Pat, wie kamst du so zu den, weil ich verstehe, Blendwerk ist mehr als so ein Club oder das ist auch ein Kulturhaus, ist eigentlich kein Club, sondern einfach ein mehrfacher Kulturort. Wie ist eure Beziehung mit den anderen Programmen? Weil öfters ist es, wenn man eine so Musikrichtung hat, es kann das sehr übernehmen oder einfach ihre eigenen Mikrokosmos werden innerhalb ein Haus. Wie geht ihr damit um, dass es einfach nicht so sein wird oder in den Richtung gehen kann? Meinst du in dem Sinne, wie sich quasi die Menschen in ihren Subgruppen miteinander vernetzen? Oder? Ja, eher so, weil da sind so viele Angebote hier. Mhm. Öfters, was von meiner Erfahrung ist, solche Vereins haben den Ding, wo eine Gruppe kommt so ihre eigenen Subgruppe, wie du gesagt hast, und dann irgendwann kommt Grenze und von was ich mitbekommen hat, ist Blendwerk hat wirklich, ist ein großer Blend von verschiedenen Sachen. Wie haltet ihr als Musikabteilung diese Barriers nicht zu haben? Ich glaube, das kommt auch ganz viel durch das Plenum, was einmal in der Woche eigentlich durchgeführt wird und dann hält man sich so ein bisschen up to date, was gerade welche Gruppe macht und
wir als Musikgruppe haben dann eben immer die Partys vorgestellt, die quasi am Wochenende stattfinden werden oder die Konzerte, die stattfinden werden. Und so hat die Vernetzung auch ganz gut funktioniert und wir waren auch immer offen dafür, dass alle anderen quasi dazukommen können und bei der Dekoration helfen oder ihre Ideen einfach komplett mit einbringen können und noch Vorschläge, Musikvorschläge bringen können und noch Gruppen nennen können, die sie vielleicht gern dabei hatten. Also es war alles immer ein sehr offener Diskurs, würde ich sagen. Okay. Es ist so auch, als Menschen springen von eins zum anderen. Genau, zum Beispiel, wenn man, also man braucht ja einige Leute quasi, um so eine Party zu veranstalten und dem wurde immer sehr offen begegnet. Also viele Menschen hatten dann direkt aus dem Verein irgendwie Lust, auch Schichten zu übernehmen, irgendwie an der Bar zu arbeiten. Und das war einfach schön zu sehen, so wie viele Leute dann auch auf unsere Subgruppe, sage ich mal, Lust hatten und sich da gerne mit eingebracht haben. Ja, geil. Und als Partygoer, du legst auch auf. Ja. Wie kam das zum Auflegen in dem Blendwerk? Also im Blendwerk ist jetzt das erste Mal im Prinzip, dass ich hier auflege. Zum Auflegen bin ich gekommen, weil wir ein guter Freund von mir auch schon sehr lange auflegt. Und dann hatte ich Interesse darin, das auszuprobieren. Und er hat mir das freundlicherweise beigebracht, wofür ich sehr dankbar bin, weil es macht mir unglaublich doll Spaß und es ist zu einer Leidenschaft eigentlich geworden. Und wir sind zusammen auch in einem Kollektiv hier in Halle, okay. Unterdruck. Das war eben auch ganz schön, dass ich zu dieser Party hier gekommen bin und alle Gefühle kamen irgendwie so hoch, mal wieder feiern zu gehen. Und irgendwie habe ich mich dann halt so mit Joff vernetzt und wir haben gequatscht. Und er fand das auch cool, was wir machen. Und deswegen finde ich es schön, dass er da aber immer noch dran denkt und fragt und auch so offen ist, mich da auch immer mit ins Boot zu holen, wenn er solche Veranstaltungen hier plant. Ja, geil. Ja. Echt geil. Habt ihr eure Lieblingsparty alle Zeit so? Was ist eure Lieblingsparty, das ihr schon hier im Blendwerk erlebt habt? Ich habe zusammen mit Joff eine Party veranstaltet. Also mit dem Emergency Loop Kollektiv, quasi das hausinterne Kollektiv zusammen. Und wir haben uns überlegt, dass wir das so ein bisschen in so einem industriellen Look machen wollen und haben rund um Halle herum quasi die kompletten Kleinanzeigenstandorte abgeklappert und haben uns alte Autoteile besorgt und alte Rohre und haben den kompletten Club quasi das erste Mal so richtig, nicht umgebaut, aber ich würde sagen gestaltet. Und ja, witzigerweise steht das DJ-Pult seitdem immer noch genauso da mit der gleichen Dekoration. Und das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Deswegen würde ich sagen, dass das so meine Lieblingsparty war. Und es kam auch noch eine Freundin von Joff aus Heidelberg dazu, die hat auch mit aufgelegt. Und es war ziemlich cool, weil es halt dann mal ein bisschen frauenlastiger war, das Line-Up. Ja, super. Bei dir? Ja, also meine Lieblingsparty war eigentlich schon so mit die erste, wo ich hier auch das allererste Mal war. Weil ich kenne das Gebäude eben vom Sehen schon. Ich wohne schon 2 Jahre in Halle und wollte hier eigentlich schon immer mal rein und es war so undefiniert. Ich wusste nicht, was das ist, aber es sieht halt sehr, sehr cool aus. Dann war ich hier drin und es war die erste Party, wie gesagt, seit langem. Deswegen waren die Gefühle auch so extrem. Man hat sich einfach gefreut, wieder sich bewegen zu können. Und wir waren eben hier und die Sonne ging auf und wir standen oben im Raucherzimmer. Es war auch noch alles, also nicht dekoriert, da war alles noch im Rohzustand sozusagen. Und wenn man im Raucherzimmer steht, hat man so einen wunderschönen Ausblick über den Hinterhof, auf dem wir jetzt ja auch gerade sitzen. Und dann hat sich alles so rosa getaucht und die Fassade von dem Haus, was jetzt links von uns steht, hat es so reflektiert. Dann sind wir unter rosa Wolken nach Hause gelaufen und es war irgendwie traumhaft einfach. Nice. Es war ein sehr, sehr schöner Abend, Morgen, wie auch immer. Das ist auch etwas sehr seltsam erlebt. Ja. Nicht so oft gelebt. Gerade in diese Zeit in der Corona. Den Club ist eigentlich während den Corona, nicht den Club, sondern euer Verein, hat sich eröffnet während den Corona-Pandemie.
Wie schnell hat das eigentlich rumgesprochen? Weil ich kann mir vorstellen, während den Corona-Zeit, wenn jemand sagt, hey, da gibt's Veranstaltungen, so halt, ich kann mir vorstellen, dass alle in den Stadt wollen dahin. Ja, ich glaube, nach der zweiten, dritten Party hatten wir das erste Mal dann auch eine wirkliche Schlange. Und ja, dann gab es natürlich erstmal trotzdem die Zahl wieder einzuschränken, weil wir trotzdem eine gewisse Inzidenz hier hatten. Die war nicht hoch, aber trotzdem wollten wir alle irgendwie verantwortungsbewusst mit der Lage umgehen. Aber ich würde sagen, gerade jetzt oder im Sommer hatten die Leute extrem viel Lust, einfach mal wieder zu tanzen. Und wir waren tatsächlich, glaube ich, außerhalb von Open Airs die einzige Möglichkeit. Und dementsprechend ging das auch schnell, dass dann viele Menschen hier auch waren. Krass. Wie kamt ihr zu dem Punkt, dass ihr wirklich so die einzige Möglichkeit waren, außer Open Airs? Ich glaube, wir hatten einen rechtlichen Rahmen für uns gefunden und auch ein Hygienekonzept. Und dadurch haben wir uns relativ sicher gefühlt, auch diese Veranstaltung durchzuführen und auch ein sicheres Umfeld quasi für alle anderen zu schaffen. Und ja, ich glaube, für etablierte Clubs ist es eben schwer, weil es dann eben unter kommerziellen Clubs zählt, aber wir eben dann eher ein gemeinschaftlicher Verein sind, bei dem es dann vielleicht einfacher ist, so diesen rechtlichen Rahmen zu setzen. Ja, ist ein kluger Weg. Ja. Schade, hätte ich gewusst am Anfang von Corona, dass so ein Weg sein würde, hätte ich es gemacht. Ja, passiert ja hoffentlich nicht nochmal diese Pandemie. Lizzie, du bist hier vor 2 Jahren gezogen nach Halle. Ja. Aus welchem Grund? Zum Studieren. Okay. Also ich bin mit Freunden aus der Heimat zusammen hierher gezogen, weil es uns aus witzigen Umständen halt alle hierher verschlagen hat und wir konnten ja alle das machen, was wir machen wollten. Haben eine schöne Wohnung gefunden, die auch hier relativ in der Nähe ist und ich liebe Halle, wie glaube ich alle. Also ist echt eine geile Stadt. Ja. Heute Morgen hatte ich ein bisschen die Chance rumzufahren und alles und direkt verliebt. Ist echt in der letzten Podcast habe ich auch das angesprochen, aber ich finde es richtig cool, den Architektur. So, man sieht so alte Deutsch und dann auch den DDR-Zeiten und dann natürlich so den neuere Sachen, das begeistert mich nicht so, aber dieser Kontrast zwischen den DDR und alte deutsche Gebäuden ist etwas sehr cooles. Ja. Ja. Und und eure Gebäude ist eigentlich auch von den DDR-Zeiten. Denkt ihr, das ist irgendwie integriert auch in eure, hat ihr irgendeinen Gedanken gemacht über das Integrations von den DDR in irgendwie den Kultur reinzubringen? Ich glaube, wir haben sehr lang gerade beim Namen überlegt, ja, was dann im Endeffekt das Blendwerk geworden ist. Aber wir hatten auch zur Debatte verschiedene Namen, die irgendwie mit einem Büro in Zusammenhang stehen, weil es natürlich Sinn macht, da das Gebäude ja irgendwie ein Bürogebäude war und bis 2006 noch genutzt wurde. Und ich glaube auch, dass dieser industrielle Charme irgendwie auch so ein bisschen sich in dem Club oder in der Gestaltung der Räume auch irgendwie widerspiegelt, würde ich denken. Ja. Dass alles so einen kleinen rohen Charakter irgendwie hat und ja. Was? Unbelebt. Ja, ist echt geil. Geile Location, das ihr bekommen habt. Aber ich habe gerade heute gehört, dass ihr nicht eine Genehmigung, aber ein, was ist es, sozusagen, ihr werdet rausgeworfen Ende April. Aber das ist so jetzt festgesagt. Und ihr seid jetzt auf die Suche für etwas anders? Genau, also die Vorstandsgruppe ist gerade auf der Suche nach einem neuen Gelände. Aber ja, zu Corona-Zeiten ist es jetzt nicht ganz so einfach, aber es gibt schon verschiedene Gebäude, die in Frage kommen würden. Und ja, kommt jetzt ein bisschen drauf an, was am besten passt und was am ehesten vielleicht auch verfügbar ist. Cool. Und in Bezug zu Blendwerk, ich möchte euch beide fragen, was hat ihr wirklich von Blendwerk so weit mitgenommen für euch oder etwas davon gelernt? Also ich habe auf jeden Fall aus dem Blendwerk mitgenommen, dass es mir einen Sommer beschert hat, auch auf den ich zurückgucken kann, während einer Pandemie und bei dem ich aber die Möglichkeit hatte, das Risiko für mich einzugehen,
was ich gewillt war, um eben, wie gesagt, auf einen Sommer zurückgucken zu können, der nicht von drin sitzen geprägt war. Und dafür bin ich eigentlich relativ dankbar. Ja, das habe ich aus dem Blendwerk mitgenommen und natürlich auch diese Offenheit, die generell, finde ich, in Halle, also ich würde das jetzt einfach mal so verallgemeinern, finde ich, in Halle trifft man oft Leute, die sehr offen sind, die, mit denen man gut reden kann, gut in Kontakt kommen kann und auch wenn man sich dann nicht sehr oft sieht, immer wenn man sich sieht, kann man sich grüßen, kann kurz erzählen und das finde ich auch hier sehr schön. Cool. Über dir, Pat? Was ich besonders spannend finde, ich war schon in einigen Vereinsprojekten dabei und gerade hier, also dieses Projekt fand ich besonders spannend, weil es eben gerade eine Neugründung quasi war und das war spannend, diese ganzen kleinen dynamischen Prozesse irgendwie zu sehen und wie sich quasi der Verein Woche für Woche gesteigert hat in Kommunikation, Planung und ja, wie viele verschiedene Subgruppen sich quasi gebildet haben. Und was mir persönlich auch wichtig ist, ich habe mit Alina diesen DJ-Workshop geleitet und für mich persönlich ist es auch so ein Stück Awareness-Arbeit, damit man irgendwie so, ja, die Awareness halt schafft, dass Frauen immer noch unterrepräsentiert sind. Und ich glaube, viele Leute haben auch durch diesen Workshop Zugang erstmal dazu gefunden. Und das ist mir, glaube ich, auch ein ziemliches Anliegen am Blendwerk. Okay. Und was möchtet ihr für den Zukunft von Blendwerk? Was möchtet ihr jetzt gerne sehen von Blendwerk? Da habe ich jetzt keine bestimmte Vorstellung. Ich hoffe einfach, dass sie eine Location finden, in der sie das so weiter fortführen können, wie auch hier schon. Ist natürlich sehr schade, das Gebäude ist einmalig eigentlich. Ja, aber ich hoffe, dass ich einfach weiter gerne Gast sein kann. Ja. Also für mich persönlich wäre es besonders schön, wenn das Blendwerk eben genauso bleibt und vielleicht auch besser wird und ja in Nicht-Pandemie-Zeiten dann quasi auch ein belebter Ort sein wird und ja, wir immer mehr Gruppen und Projekte quasi neu bilden können und die Leute weiterhin offen zueinander stehen und ja. Geil. Geil. Genau, eigentlich am besten so und so weiter. Sehr schön. Ich denke, das wird so von Zeit her mit den Microtalks. Ich habe immer noch nicht einen festen Namen entschieden. Das war Jeff hat einfach das als Konzept vorgeschlagen. Und ich bin ziemlich offen für verschiedene Sachen. Und ich danke euch für den Microtalks. Vielleicht ändert sich auch der Name, wenn das veröffentlicht wird. Hättet ihr etwas, irgendetwas, das ihr gerne mit den Welt teilen möchte? Inspiration oder irgendetwas, Empfehlungs? Ich würde sagen, mehr Frauen an die Decks. Ja. Was ich einfach traue, das ist mir persönlich sehr wichtig. Cool. Ja. Okay, dann mehr Frauen an den Decks. Genau. Cool. Und ich bin ziemlich sicher, in den nächsten 20 Jahren, das wird sich wirklich... weil ihr macht so Workshops, da sind auch ganz viele Frauenkollektivs jetzt unterwegs und es kommt langsam da und ich bin auch in der Hoffnung, dass es endlich da hinzukommt. Ja. Cool. Dann vielen Dank, dass du dabei kommst. Danke auch.